So, nun geht es weiter hier mit mir und Olaf. Hallo Olaf. Hallo. Und mir, das bin ich, der Terra. Wir sollen hier La Santera aus der Hand der Sicarius befreien. Und mal gucken, wo wir am besten landen, wa? Tja. Sehr schön hier, aber wir sind ein bisschen jetzt dicht dran, doch. Ja. Ich denke mal von der Seite, wa? Von oben, ja, von oben. Landeplatz finden. Unter uns im Busch gleich welche, oder was? Oder uns im Busch sind gleich welche, ja. War das nicht da, wo wir vorhin schon mal waren? Ja, meinst du? Ja. Also machen wir erstmal wieder einen auf leise. Ja. Warte mal, kann ich mit dem Fernglas was aufdecken? Oh! Oh. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Okay, die waren weg. Ich wollte gerade mit Fernglas so ein bisschen ausspionieren. Wir können mit der Drohne mal gucken. Ja, na. Drohne fliegt. Fernglas kann man ja... Oh, die Drohne tut's nicht. Das ist ein Jammer. Genau. Das ist ein Jammer. Und das hatten wir vorhin in den Folgen davor, zwei Folgen davor, wo wir hier die Kirche da, den komischen Nixer getötet haben. Da war schon der Jammer gewesen, aber jemand zu weit geflogen. Deswegen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Aber mit Fernglas machen wir es halt. Frage, ob wir... Da hinten ist eine. Wir schleichen uns mal langsam runter, würde ich sagen. Zu. Wir müssen am besten, wenn wir ihn haben, wieder zum Hubschrauber bringen, ne? Jo. So, mal gucken. Okay. Ich stehe auch ein bisschen ungünstig, der Junge. Oh, Vorsicht, hier unten. Ziel eliminiert. Gut. Alle beide weg? Gut. Oh, Mann. Da machen wir wieder Knapping. Unten steht nur eine. Ja, da wollte ich ja gerade mal wegsnipern, aber der steht so ungünstig, dass ich da nicht hinkomme. Und ich will nicht durch den Busch schießen, aber ich mach's einfach mal. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Da hinten steht nur eine. Ah, da kommt jetzt, glaube ich, einer hoch gleich, oder? Esperanto, ja. Komm, ne? Ja. Er kam. Weg ist er. Gut. Nicht hier, er kam, sah und siegte? Nee. Das machen wir hier. Er kam, sah und starb. Ja. So, da hinten läuft noch einer rum irgendwo. Nicht so dicht dran, bleib erstmal noch weit nach oben. Verstärkung kommt auch noch. Ja. Die kommen sicherlich hinter uns. Ja. Können wir, glaube ich, auch laut bleiben, ne? Jetzt, oder? Ich denke. Ja, dann nehme ich mal meine Lama. Die kommen hier gleich runtergefahren. Oder zu Fuß. Kommt von uns zu hinten. Ja. Ich bin rechts von dir. Rechts von dir. Eher vorwärts. Ja. Bin schön ausgewichen, weil das ist dann
immer die letzte Position, die sie wissen, weißt? Ja. Dann haben sie uns hier auf dem Schirm, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Ist ja nicht dafür Angst haben, ist bloß ein taktischer Rückzug. Jo. Sechs Mann? Ja, sechs Mann. Gut, ist mehr als sechs Mann. Na, los, sind da. Zehn Mann. Oh ja, doch, ganz schön mehr. Ah, die laufen da hinten alle rum. Jo. Aber die müssten wir erstmal erledigen. Die müssen wir erst schon mal machen, sonst haben wir dann anschließend. Ich umlauf sie mal. Ich geh nach mal oben. Endlich, ja, ja. Geh wieder nach oben, ja. Ja, große Kurve. Dass wir die ganze Sache von hinten wieder aufrollen. Mhm. Die kommen hoch, beide hier da hinten. Ja, ich sehe. Die kommen hoch. Ein Teil zumindest kommt. Ja. Ah ja, die laufen wieder hoch. Ja. Vielleicht laufen die auch wieder zurück. Mal gucken. Ich glaube, du ziehst sie mal ein bisschen besser zurück. Ja, von hier aus sieht's gut aus. Also die laufen bei mir alle vorbei. Ja, ja, schon. Aber die laufen nach oben. Ja. Jo. Aber sieht gut aus. Ich denke mal, die lassen wir in Ruhe. Jetzt gehen die kommen wieder zurück. Hä? Jetzt kommen wieder nach unten. Sie kommen wieder nach unten. Nein, die sind über den Berg gelaufen. Oh, die sind über den Berg, ja. Ja, ja, die sind alle wieder zurückgelaufen, wo sie hergekommen sind. Besser ist das. So. Ich komme mal zu dir. Jo. So, lass sie mal da hinten jagen. Und wollen mal gucken, was wir hier noch ausrichten und anrichten können. Wo haben denn die den Jammer, die Störmaschine hier? Ja, das ist erstmal, wenn wir es hinkriegen, dann kriegen wir ihn vielleicht auch so raus, weißt du? Hm. Ohne alle zu erledigen. Einer ist noch unten hier. Ja. Und die anderen sind ja im rückwärtigen Teil des Hauses. So, er ist gefangen, La Santera. Und der andere sitzt hier in der Hütte. Gehen wir auf der anderen Seite von der Hütte hier, so gucken vom Berg. Hm. Die Jungs hat da auch noch irgendwas erwischt. Den sollen wir sichern oder sollen wir den unten? Nee, nee, sicher. Wir befreien sie. Hier ist der Jammer, hier ist der Jammer. Ja. Jetzt. Oh. Wo ist der andere? Der ist hinterm Haus. Okay. Aber ich habe ja leider nicht diese... So. Jetzt hab ich. Oh. Das ist ein Scharfschütze. Ich habe ja leider keine HDMI oder HDI oder was der Nick da hatte immer. Zum Kaputtschießen. Ah, oh Gott, ich blute! Schießt du durchs Dach oder was?
Ich hab auf die Dings, die habe ich erwischt. Oh. Aber man hat mich auch erwischt. Ja, Leute. Leute. Pass auf. Ja. Wo ist er? Hier, ich liege da genau. Ja, nee, ich weiß. Ich meine den anderen ja, nicht okay, dich. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Weil er gleich hier hochkommt, um die Ecke. Haben wir jetzt einen Hubschrauber an der Backe? Kann das sein? So. Er ist weg. Alarm ist nicht angefordert, ne? Nö. Den Alarm habe ich ausgeschaltet. bevor sie mich gekillt haben. Gut, dann lass uns mal runter. Ihn befreien. Oder sie, wie auch immer. Oh. Oh. Da war noch irgendwo eine. Kannst sie nur haufen, müssen da nur sein. Nee, hier direkt unter uns irgendwo. Jo, bin tot. Oh, oh. Pass auf, Olaf. Oh, ja. Ah. Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mann. Nee, wir haben nicht. Den Jammer müssen wir zuerst kaputt machen. Nee, wir müssen den Jammer nicht kaputt machen. Es geht auch ohne. Wir brauchen ja. Wäre der jetzt nicht gewesen, wenn wir reingegangen, hätten uns den gekrallt und wären zum Hubschrauber gelaufen. Da sind doch zu viel da. Aber nicht in dem Bereich, wo er gerade war, weißt du? Ich denke mal, wir müssen den Jammer erst ausschalten. Ja, der Jammer ist ja nur, dass die Drohne nicht funktioniert. Aber man kann ja auch mit dem Fernglas aufklären. Oder wir machen die Rebellenunterstützung mit der Aufklärung. So, jetzt sind wir hier wieder. Terra. Oh. Wie weit? Terra ist da und in dem Ding sind sie drinnen. Ja, dann gehen wir da mal wieder zurück. Jetzt kommen wir natürlich von der ganz anderen Seite. Ja. Jetzt müssen wir uns ja irgendwie durchkämpfen. Das ist natürlich noch döber. Oder wir gehen wieder rum. Ich denke mal, wir gehen wieder rum. Ja. Links rum, rechts rum. Das weiß ich jetzt noch nicht. Lass uns mal also rechts rum gehen. Schau, wo wir uns befinden. Wir müssen. Ja, rechts rum. Wir waren ja vorhin auf der anderen Seite gewesen. Genau. Ja. Da ist zwar da dieses Haus, aber gut. Du gehst links rum, ne? Naja, von mir aus. Ja, na, von mir aus gesehen gehe ich ja rechts rum. Wenn ich rauf gucke, ist es rechts rum. Oder? Der Eingang ist ja hier vorne, also gehen wir ja rechts rum, wenn du willst. Oder nee? Mach mich jetzt nicht ganz wuschig hier. Wuschig. So, da oben ist glaube ich ein Alarm oder was? Wir haben Alarm am Start. Jo. Jetzt nicht mehr. Der Alarm ist jetzt aus. Mensch, ich wäre beinahe überfahren worden. Ah, weißt du, die fahren doch hier wie die Verrückten. Ja. Und wir sind die Einzigen, die mal anständig fahren, also von daher. Gut. Wo sind sie alle? Ja, ist noch ein Scharfschütze. Schmeißen alle ihren Müll hier hin. Echt jetzt? Ja. Vorsicht! Hab sie wohl, glaube ich, ein bisschen aufgeweckt, die Jungs. Bist noch da? Ja, ne, Olaf? Ja. Ja. Gut.
Oh, oh, tot. Ach, ja. Ach Gott, na. Heute ist nicht unser Tag. Heute ist nicht unser Tag. Eieiei. Hätte man den Scharfschützen da oben sein lassen sollen, aber der wäre uns in die Quere gekommen halt, beim Turm. Dass man nicht durch den dass man da nicht durch den Schlitz schießen kann, der da ist, ne? Also. Nee, das geht nicht. Das geht ja gar nicht. Der geht gegen verschiedene Sachen. Ja. Wie in dem Grafikaufbau und bla 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 und. Sonst wäre der schön weg gewesen und dann hätte man schon weitermachen können. Aber naja. Macht nix. Stehen wir wieder hier. Ja, ich bin noch nicht da. Ich bin noch im Lade. Im Lade. Diesmal braucht er wieder Länge. Vorhin ging's ruckzuck. Da war ich, zack, war ich da. Mhm. Ja, schöner Ladebildschirm. Ja. Jetzt bist du da. So. So. Da gehen wir mal wieder da. Links rum. Gut, für dich ist das links, für mich ist es rechts rum vom Gelände. Wir werden aber gleich höher gehen. Weil die Felsen da bist du so eingekeilt, da ist auch keine Rückzugsmöglichkeit. Olaf, also nicht gleich da, wo der ganze Müll liegt. Wir werden gleich mal hier durch den Wald gehen. Ja. Bin schon dort. Kannst ruhig laufen. Du bist aber unterhalb vom Berg, ne? Unterhalb. Ja, nicht da, wo der Müll ist. Du musst noch ein Stückchen weiter, Olaf. Noch weiter. Oh Gott. Krabbelst, glaube ich, wieder da bei dem Müll lang. Du bist ganz falsch. Ja. Guck mal auf dem Radar, dann weißt du, wo ich bin. Ja, sehe ich. Da komme ich bloß nicht hoch. Ja eben, deswegen die Straßen noch weiterlaufen. Da ist ein zweiter Tango. Die Straßen noch weiterlaufen und dann... Oh, wer hat Alarm ausgelöst? Ich habe keinen Alarm ausgelöst. Auf mich haben sie geschossen, ich habe aber nicht zurückgeschossen. Ja. Bleiben wir nur bloß ein bisschen warten. Ja. Kann es sein. Kann sein, dass die anderen da wieder von... Hubschrauber kommt. Oh. Oh, haben sie mich natürlich gleich wieder gesehen. Hubschrauber ist da irgendwo. Ja, der ist Pflicht hier. Der schießt hier auf. Das ist die Verstärkung. Stürzt er ab, ne? Warte mal, nicht. Ich habe nicht auf den geschossen. Jetzt, ich hab den Hubschrauberpilot. Ja? Mal weggemacht, gut. Ja. Gut. Aber... Oh! Hier waren welche. Ach, du Heilige. Wow. Ja, oh. Heilige Mann. Der Hubschrauber hat mich abgelenkt und sie sind den Berg hochgeklettert. Oh Mann, oh. Bei dir ist da außen rum laut. Ja, bei mir sind jetzt gerade zwei Mann, drei Mann. Aha. Da kommen noch welche hoch zu dir oder so? Laut Radar, guck mal, dann siehst du. Ja, ich sehe sie. Also vier Mann auf alle Fälle sind bei dir. Genau, ja. Gut. Okay. Gut. So, dann kommen wir gleich hinter mir hergelaufen, sonst wird mir Alarm ausgelöst bestimmt. Da haben sie dich ja irgendwo gesehen. Beim Umherschleichen, beim Müll sortieren. Beim Müll sortieren haben sie mich gesehen, ja. Da hat mich einer gesehen. Ja, da warst du da irgendwo zu dicht dran wieder am Gelände irgendwo.
Da kam diesmal der Hubschrauber. Wieder dieselbe Stelle. Jupp, ist klar. So. Dann können wir stehenderweise im Wald rumlaufen. Wir müssen da auch nicht kriechen. Bin gleich da. Hoffe ich doch mal. Da der immer so unterschiedlich ist. Mal geht's schnell, mal geht's langsam. Oh, jetzt endlich. Gut. So, der kommt. Nun, dann gehen wir da rauf. Sieh, oh, dann lauf mal hinterher, hinter mir. Warum gehst du unten rum? Gehen wir ja, nicht an der Straße. Was willst du bei der Straße andauernd? Dann können sie dich eher sehen. Lauf erstmal durch den Busch. Komm mir mal hinterher. Weil dann kannst du hier nämlich auch im Stehen langlaufen, ohne dass sie dich sehen. Kommen welche von vorne oder so? Ja, von vorne ist irgendwas. Ja, die kommen dann mit dem Auto, oder? Täuscht das. Na, dann kriechen wir über die Straße schnell. Na, komm rüber, los. So, denn hier den Weg lang. Genau. Durch den Dschungel. So. Dann können wir uns auch wieder ein bisschen höher positionieren. Und haben dann auch nach hinten noch eine kleine Ausweichmöglichkeit. So. Mal ein bisschen Deckung gehen. Das ist der Alarm. Wir haben Alarm am Start. Der ist weg. Passt weg, gut. Hat der Alarmlamm gelegt. So, da ist hier noch irgendwo ein Scharfschütze gewesen. Oder der kam erst noch, oder war woanders? Nee, da steht hier kennen eine kleine Gruppe Feinde. Oh, der geht gerade rein, das ist schade. Aber warten wir mal. Da war noch einer auf dem Dach. Das sind zwei Mann, die da rumlaufen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay, der eine ist im Haus, der andere ist außen. Den natze ich mal weg. Ziel Nummer 3. Oder? Nee, der geht. Die marschieren gerade wieder. Der Tango ist hin. So, der ist weg. Oh. Na komm, guck raus. Mierda, es el enemigo! Cúbranse! Cúbranse, der macht schon wieder Cúbranse. Der rennt gerade runter. Der kann sein, dass er jetzt hochkommt. Oder viele hochkommen. Also aufpassen. Wo kommt man nicht ran, der? Nee, pass auf, da kommt einer hoch. Zwei. So viel ich gesehen habe. Ja. Einer ist hier gerade vorbeigehuscht bei mir. Wo ist der hin? Wo ist er hin? Den sehe ich nicht mehr.
Nee, einer ist hier gerade vorbeigehuscht. Der muss hier noch irgendwo sein. Also vorsichtig. Ich habe die Pistole am Start. Ja, ich. So, der ist weg. Asten. Ja. Gut. So, das war wohl gerade bloß ein lokaler Alarm für die beiden. Hier mal wieder Scharfschützengewehr. Schleichen uns weiter rum. Einmal da hinten ist einer. Ja, der, das ist die Patrouille, die da auf dem Weg läuft. Ja, ja. 258 Meter, meinst du, den erwische ich? Durch die Bäume oder was? Nee, ich habe mich hier im Visier. Ach so. Hier ist auch ein Jammer, ne? Ja, ist dort. Sind zwei Jammer aufgebaut, ne? Oh ja. Schön. Da ist der Jammer. Könnten ja Rebellenmörser machen. Warte mal, ich mach mal Aufklärung. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend. Achtung, da kommt einer. Ja, links, rechts, sag mir das mal an. Von unten jetzt. Ja, ich sehe. Tango getroffen. Gott. So. Rebelle haben alle ein bisschen aufgedeckt. So uns in der Wege. Ja, ja, die haben sie alle aufgedeckt, soweit ich. Laufen noch mehr umher, ne? Mhm. Ich meine jetzt, die so ein bisschen aufgeschreckt sind. Ja, ja. Haben bestimmt den Toten gesehen, da hinten, oder? Keine Ahnung. Wodurch die aufgeschreckt worden sind. Ja, bestimmt irgendein Toten gesehen. Ich bin tot. Oh. Wo ist denn der hergekommen? Ah, von oben ist der gekommen. Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Ich habe nach unten geschaut. Ja, aber wir kommen auch gleich einer. Ja. Ja, zurückziehen war nicht mehr. Ah. Also nicht im ins Gelände reinschießen am besten. Ja, wir waren nicht laut. Wir haben nicht nee, laut. Nee, aber wenn sie die Toten sehen, sind sie aufgeschreckt. Also wenn die da im hinten im Gelände irgendwo umherlaufen, ist es egal. Aber wenn wir am Zaun noch killen, wo sie keiner sehen kann, wenn sie tot sind. Na gut, aber müssen ja sowieso rein. Ja. Aber nicht im ganzen großen Gelände müssen wir nicht rein. Wir brauchen bloß da hinten die Ecke. Ja, na gut, vielleicht sollten wir schneller machen. Na, mit schnell hat es ja auch nichts zu tun. Ja, schnell zügig raus und den fertig. Ja, einmal rumrennen, so wie jetzt eben, bloß einmal durch, dass wir da hinten die Ecke haben. Dass da keiner auftaucht am besten und dann. Weil so durchkämpfen geht ja auch nicht schnell. Muss ja auch wieder in Deckung und. So. Na dann, laufen wir wieder da lang, genau. Laufen wir wieder da lang. Ja. Vorsicht, Auto. Ja. Auf der Karte sieht es vielleicht mir noch ganz weit weg aus und dann auch mal Bitch. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Hm.
Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns Feind gesichtet. Markieren einen Hauptmann. Scharfschütze im Turm. Scharfschütze im Turm? Okay. Den hauen wir mal weg. Ach, der bewegt sich gerade. Dann lasse ich ihn stehen. Versuchen wir mal weiter rumzugehen. Tango ist tot. So. Scharfschütze oder was? Hab ich schon Scharfschützen, deswegen. Gott, ach, den Alarm müssen wir noch ausschalten, warte. Alarm hier drüben. Wo ist das Kästchen da hinten? Okay. Halt. Alarm ist aus. Gott, dürfte ja keiner mehr kommen? Eigentlich können wir die hier unten alle liegen lassen, sein lassen. Ja, ja, klar. Eben. Wir müssen die ja nicht, also. Die waren ja vorhin schon auf dem richtigen Wege. So von hinten so langsam frei machen, weißt? Ja. Müssen wir auf der Straße achten, dass hier nicht noch irgendwo welche sind. So, wir rutschen mal weiter vor. Da unten sind, links unten sind ja einige. Ganz 1, 2, 3, 4. Das hat ja die Aufklärung von den von seinen Verbündeten gemacht. Ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. So, da sind nochmal zwei. Ganz schön. Ja. Geh mal weiter höher hier noch. Vor mir müssen noch welche sein. Der hat zwei Mann als Überwachung, glaube ich. Ja. Ach da. Ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay. Die snipe ich mal weg. Oh. Gut. So, die zwei sind weg. Jetzt müssen da oben ja noch welche sein. Sind aber die lassen unten. Ja, ja, unten. Aber ich meine jetzt hier auf der anderen Seite. So. Ich komme mal kurz zu dir. So. Jetzt sagen wir an dieser Stelle mal Tschüss. Hehe. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ja, dann müsst ihr in der nächsten Folge wieder einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten mal in der Videobeschreibung reinschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.